Tempoerprobung, Hamburg Hauptbahnhof. Ein ICE macht sich auf den Weg nach Berlin. Noch immer braucht er dafür gut 2,5 Stunden. Weil der Transrapid nicht gebaut wird, der diese Strecke in einer Stunde bewältigt hätte, soll nun die Bahn eine Stunde schneller werden. Hamburg-Berlin in 90 Minuten ist das Ziel. Höheres Tempo benötigt aber ein stabileres Gleisbett, neue Brücken und eine bessere Sicherungstechnik. Künftig soll nun hier Tempo 235 gefahren werden. Ob die für 650 Millionen Euro erneuerte Strecke das hergibt, prüft derzeit ein Hochgeschwindigkeitsmesszug. Das höhere Tempo setzt voraus, dass auch alle anderen Fahrkomponenten dafür geeignet sind. Im Test werden Geschwindigkeiten von über 250 km pro Stunde erreicht. Sensoren ermitteln, ob die Strecke nun für Höchstgeschwindigkeiten tauglich ist. So wird wohl nun demnächst auch der 71 Jahre alte Rekord des fliegenden Hamburgers fallen.